Sorry, ich kann nicht sehen, ob ich live bin. Aber ich weiß, dass ich jetzt live bin. Kommt immer was. Machen wir mal weg. Okay, ich lese aus. Wer es glaubt, wird selig. Das ist die deutsche Übersetzung der Story, die ich anfing in 2006. Und die entitelte ich Bliss After Life. Und eigentlich ist es recht frei übersetzt. Es glaubt, wird selig, passt aber auch, finde ich. Es ist eine Story der Reinkarnation. Es fängt an mit einem Tod, der Tod von Bliss. Die starb einen Tag nach ihrem 95-jährigen Geburtstag. Und wir folgen ihr ins Jenseits. Und wir folgen auch der Familie, die hinterbleibt für sie. Ihre Tochter Susan hat eine Herberge und ein sehr großes Haus. Und sie hat auch ein eigenes kleines Häuschen. Und ihre andere Tochter Holly. Und die lebt an der Südküste von England. Und Kapitel 46 heißt Tony. Und Tony ist der Sohn von Holly. Tony verlief das Haus nach einem richtig tollen Abend. Er mochte Faye gerne. Sie war exotisch irgendwie, aber sehr ärtlich. Und er konnte total verstehen, warum Ben sich so in sie verliebt hat. Sie hatte eine Sanftheit und irgendwie eine Großzügigkeit des Spirits. Und er dachte, diese Qualitäten können manchmal viel wichtiger sein als viele Dinge, die oft der Grund zu sein scheint, warum man sich komfortabel fühlt mit einigen Leuten und mit anderen nicht. Tony wusste, er war immer recht keen. Also er mochte es immer gerne, dass er sich gut fühlt, wenn er mit Leuten zusammen ist. Es war wahrscheinlich seine Mutter, die dafür verantwortlich ist, denn sie hat ihm immer eingebläut, dass er über seine intuitiven Dimensionen oder dass er über seine Intuität bewusst sein soll und dass es viele Dimensionen gibt in einer Beziehung. Holly, seine Mutter, war ein erfahrener Therapeut und sie benutzte ihre Intuition in fast allen Wegen ihres Lebens. Sie war eine sehr verständliche Mutter und Tony war es gewöhnt, mit ihr Dinge zu besprechen, die ihn emotionell besorgten. Da er mit einer Mutter wie dieser aufgewachsen ist, war es verständlich, dass Tony recht beeinflusst wird von der generellen Atmosphäre. Und heute war ein wunderbares Beispiel, wenn alle Menschen zusammen ein Gefühl der Companionship, also der Kameradschaft und des Zusammenhalts hat. Obwohl sich das ziemlich kitschig anhört zu seinen eigenen Gedanken, musste er sagen, so war es gewesen. Er war angekommen an der Herberge. Susan hatte ihm einen Schlüssel gegeben und er hat sich dann selbst reingelassen. Das Haus ist sehr ruhig gewesen und er dachte, er trinkt mal eine Tasse Tee. Er saß sich in die Küche. Das ist auch der wärmste Platz in dem großen Haus. Sonst war es eigentlich recht kühl. Er konnte es Isabel nicht sehen. Schade, dachte er. Aber er fing auch an zu gähnen. Er nahm seine Tasse Tee und ging leise die Treppe hoch, um sich in den Green Room, in das grüne Zimmer, hineinzuschließen. Oder um die Tür aufzumachen von dem Green Room. Dieser wurde so genannt, weil er wegen der Tapeten. Obwohl, die Tapeten waren gar nicht mehr grün. Das wurde vor 3 Jahren schon geändert. Der Raum war jetzt beige. Egal, jedenfalls nannten sie ihn immer den Green Room. Holly dachte, das hörte sich klassisch an. Oder irgendwas hat das vielleicht auch zu tun mit Granddad, mit seinem Großvater. Angeblich hatte er einen Autor, den er sehr liebte, Graham Greene, und das Bücherboard war voll mit Büchern von diesem Autoren. Die wurden auch da waren einige Paperbacks auf dem Bücherboard und hier, ja, da waren auch 4 von G.G.'s oder Graham Greens meistbekannten Büchern. Er war irgendwie froh, dass dieses Zimmer immer noch The Green Room genannt wurde. Natalie war in diesem Zimmer gewesen, erinnerte er sich. Oh, diese Gedanken will ich lieber wegstorchen, dachte er. Es ist Zeit, dass ich einschlafe. Mit glücklicheren Gedanken. Er war eigentlich sehr zufrieden. Er freute sich, seine Eltern zu sehen am nächsten Tag und er freute sich auch, Zeit mit seinem Cousin zu verbringen und dessen große neue Liebe.
Er lächelte und war fast sofort eingeschlafen. Kapitel 47. Holly und Chris treffen Faye. Holly und Chris waren nicht weit weg von Susans Haus. Der Verkehr war schlimmer, als sie erwartet hatten. Es war eiskalt draußen und die normalerweise schöne Fahrt kam ihnen heute lang vor. Alles war verstopft. Aber, sagte Holly, nichts wird meine Stimmung ändern. Sie waren jetzt auf der A3 und es sollte nicht mehr lange dauern. Ich stimme dir zu, sagte Chris. Er freute sich, seinen Sohn zu sehen. Die verstanden sich sehr gut. Er lächelte zu sich selbst, als er dachte, als Tony 15 Jahre alt war und ein Teenager, hatte er wohl sein meist schwierigstes Jahr für sie. Holly und er waren recht überrascht. Er war eigentlich ein einfaches Kind gewesen, sehr selbstständig und auch recht sensibel und fürsorgend. Aber als er in die Pubertät kam, war er plötzlich ein richtiger Kevin. Das ist ein Name, den sie sich erinnerten, weil das gab eine Fernsehsendung, die hieß, in der Kevin der unmögliche Teenager war. Eigentlich war Tony nicht nur unreasonable, also unverständlich gewesen, aber er hatte auch Schule geschwänzt und hing immer rum mit einer ganzen Gruppe von Leuten, die sowieso fast nie zur Schule gingen. Tony hatte eine Faszination damit. Irgendwie versuchte er, mit ihnen zu identifizieren. Warum, konnte Chris und Holly nie verstehen. Er fand seine Eltern plötzlich provinziell und kleinstirnig. Irgendwie dachte er, er hat wohl gehört, dass seine Freunde auf ihre Eltern so wiesen. Eine ganze Zeit hatten sie Schwierigkeiten miteinander, aber Gott sei Dank war es nur eine Phase. Und als er zurückdachte, erinnerte sich, dass er einen Freund hatte, mit dem er immer noch viel Kontakt hat. Peter oder Pete war immer noch in seinem Leben. Die haben beide davon gut getan, dass sie sich getroffen haben. Pete hatte ein richtig schlechtes Zuhause. Seine Mutter hatte den Vater rausgeschmissen, als Pete 12 war. Und das wurde auch höchste Zeit, denn er hatte sie für Jahre verhauen. Und als er anfing, Peter anzugreifen, hat er sie das erste Mal verteidigt und seine Mutter auch. Und dann hat sie die Polizei angerufen. Und so waren sie in der Herberge gelandet. Peter und seine Mutter verbrachten 6 Monate in der Herberge. Es war alles ziemlich dramatisch gewesen, denn Peters Vater war so ein gewalttätiger und dummer Mann. Es war eine gute Sache, dass Tony wusste, dass seine Tante in diesen Situationen helfen konnte. Und er und Pete wurden gute Freunde. Sie sind Freunde geblieben und Pete hatte ihn besucht in Deutschland vor ein paar Monaten. Hey, wir sind hier. Wovon träumst du? Holly hielt das Auto an vor dem Haus. Sie stoßte Chris an und sagte, was ist los? Woran denkst du? Ich denke an Tonys Kevin-Phase, sagte er. Holly lachte. Oh mein Gott, erinnere mich nicht daran. Teenagers. Ich kann nicht warten, unseren erwachsenen Sohn zu sehen. Ja, du hast recht, sagt Chris. Er schloss das Auto ab und die Tür wurde schon aufgemacht. Susan kam raus und öffnete ihre Arme weit und sagte, willkommen, willkommen, kommt hinein, wir haben auf euch gewartet. Alle umarmten sich. Ben kam mit Faye in seinem Arm. Faye, treffe meine Tante Holly und meinen Onkel Chris. Holly, Chris, this is meine lovely Faye. Holly nahm Faye in ihre Arme und gab ihr einen herzlichen Kuss auf jede Wange. Es ist so schön, dich kennenzulernen, Faye. Ich hoffe, es gefällt dir soweit. Sie wanderten alle in das Haus. Tony wartete in der Küche. Er gab seiner Mutter einen dicken Kuss und seinem Vater eine feste Umarmung. Du siehst toll aus, Tony. Mein Goodness, du kannst doch nicht noch gewachsen sein. Tony sah hoch an ihren Sohn.
Irgendwie kam er ihr für großer vor. Es überraschte sie jedes Mal, wie groß er war, wenn sie ihn eine Weile nicht gesehen hatte. Er sah so toll aus, sagte sie, aber dann war sie seine Mutter. Er war bestimmt etwas größer als Chris, ihr Mann. Seit wann ist das so, dachte sie. Leben scheint einfach vorbei zu schwinden so schnell. Man hat fast keine Zeit, mit Dingen to catch up with things, mit Dingen aufzuholen. So, wie geht's Barry? Chris fragte Tony. Er sprach mit ihr oft am Telefon und hatte mit ihr vor einem Monat gesprochen. Und sie hatte ihm erzählt, wie schwierig die internationale Handelssituation ist im Moment. Unsere Nachrichten sind davon auch voll gewesen. Credit Crunch und all sowas ist das neue Buzzword. Irgendwie ist es angstmachend. Hast du gesehen, dass Woolworth überall geschlossen ist? Chris hatte sich immer schon an Politik interessiert und Current Affairs. Geschichte war eine Leidenschaft von ihm. Er kam sehr gut aus mit seinem Schwiegervater, Hollys Vater. Es schmerzte Chris daran zu denken, wie er den alten Mann vermisste. Es war immer faszinierend, mit ihm zu sprechen. Die waren auch beide so verschieden, Bliss und ihr Mann. Bliss war immer sehr spirituell gewesen und sie hat das an Holly weitergegeben. Manchmal konnten die einen richtigen Pain in... Manchmal konnten sie einem richtig auf die Nerven gehen mit ihrem Gerede über Energien und Spirit. Beide Männer hatten viel gemeinsam. Aber Barry sagt, dass im Moment ist da eine recht unklare Situation überall. Die Währungen sind scheußlich für Importeure. Ach, ich kann dir das nachher erzählen. Du solltest sie einfach mal anrufen, Papa. Du weißt, sie liebt es, mit dir zu sprechen. Sie sagte, sie wünschte, dass wir alle hätten rüberkommen können. Sie möchte so gerne Faye kennenlernen. Sie hat sich auch beschwert, dass ihr beide euch nicht oft genug sieht. Jedenfalls, Ben hat erwähnt, dass wahrscheinlich wird er mit Faye rübergehen für ein paar Tage. Ja, sagte Ben, das ist jetzt gebucht. Ich habe den Flug heute Morgen gebucht. Es ist eigentlich sehr günstig im Moment. Wir gehen ganz kurz nach Weihnachten. Wir wollen das meiste auch an unserer Zeit machen. Wenn das Baby erstmal geboren ist, dann haben wir andere Dinge zu planen. Und wer weiß, wann wir hier wieder zurückkommen können. Oh, hör auf, Ben, sagte Susan. Ich möchte nichts davon hören, dass ihr abfahrt. Ich verbiete jedem, über die Zeit zu sprechen, nachdem Ben und Faye gegangen sind. Alle lachten. Das stimmt. Lass uns nicht diese wunderbare Zeit vergeuden, indem wir sie wegsprechen, sagte Ben. Chris wandte sich an Faye. Wie ist diese momentane Situation in deinem Land, Faye? Habt ihr auch Dinge wie Credit Crunch in China? Ja, natürlich. Obwohl, ich lebe in einem kleinen Dorf. Meine Eltern haben einen Garten und haben ihr eigenes Gemüse und so weiter. Keiner hat dort eine Kreditkarte. Sie lachte. Der Gedanke allein. Natürlich betrifft es uns auch. China exportiert sehr viel nach Europa und nach den Staaten. Wenn der Handel sich verlangsamt, dann hat das auch einen Rieseneffekt an uns. Ich habe gehört, dass einige Fabriken schon ihren Output reduziert haben. Aber ich arbeite nicht in der Industrie, also weiß ich das nicht von erster Hand. Ich höre nur manchmal das in den Nachrichten. Es ist nicht so lange her, wo jeder davon gesprochen hat, wie viele neue Millionäre wir haben jede Woche in China. Im Moment scheint es umgekehrt zu sein. Wir haben so viele arme Menschen bei uns. Das sind so viele von uns. Sie lachte. Wir alle lachten mit ihr. Wow, hier ist ein neuer auf dem Wege, Holly lachte. Es war ein sehr gemischtes kleines Baby, das hier auf die Welt kommen würde. Eine Mischung aus Englisch und Deutsch und Indien und Chinesisch. Ich kann überhaupt nicht erwarten, die oder den Kleinen zu sehen, sagte sie. Ich wette, sie oder er wird wunderschön sein. Ich bin ganz happy, noch ein bisschen zu warten, sagte Faye. Ich genieße diese Zeit im Moment. Ich habe so viele neue Dinge zu entdecken. Ich bin froh, dass ich noch 4 Monate habe. Ich bin
entschlossen, das meiste draus zu machen. Alle stimmten ihr zu. Sie setzten sich und Susan machte Musik an. Und sie füllten ihre Teller mit der Suppe, die vorbereitet war. Holly nahm Toni zur Seite. Sie wollte unbedingt von seiner Zeit in Deutschland hören. Sie hat viel Zeit dort verbracht, als sie jung war. Cress setzte sich neben Faye. Er genoss es, mit jungen Leuten zu sprechen. Er freute sich, dass sie so ein nettes Mädchen war. Sie wird gut reinpassen, dachte er. Ben nahm Toni beim Arm weg von seiner Tante. Du kannst zu ihm nachher sprechen, so viel wie du willst. Oder morgen, sagte er zu Holly. Die beiden hatten viel aufzuholen und sie nahmen ihren Kaffee und den Teller ins Wohnzimmer. Toni konnte seinen Kopf noch nicht darum kriegen, dass sein Cousin ein Vater werden wird. Du, ich sag dir, ich bin genauso überrascht wie du, sagte Ben, aber ich liebe die Idee. Ich hatte das nie erwartet, als ich nach China gefahren bin. Ich bin einfach nur für die Erfahrung gegangen, in einem anderen Land, in einem fernöstlichen Land. Mal zu entdecken, wie dort gelebt wird. Und du weißt, wie leidenschaftlich ich ein Journalist bin. Es war eigentlich nicht schwierig für mich, die Möglichkeit zu bekommen, nach China zu gehen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte nie erwartet, dass ich die Liebe meines Lebens dort treffe. Um ehrlich zu sein, ich habe keine anderen chinesischen Mädchen getroffen, mit denen ich hätte ausgehen wollen. Mädchen oder junge Frauen in China sind recht anders als hier. Zumindest besonders in den kleineren Städten und in den kleinen Städten und Dörfern. Hongkong ist anders, aber denn Hongkong ist anders von überall anders auf der ganzen Welt. Ist nicht überall anders als woanders, sagte Toni. Ja, natürlich, aber du weißt, was ich meine. Erinnere, wie wir uns immer unterhalten hatten, was wir an Mädchen am liebsten mögen, abgesehen vom Offensichtlichen. Es war normalerweise die mehr bestimmten Typen, die wir mochten. Weißt du, nicht was man normalerweise erwartet von einem chinesischen Mädchen. Ich habe sehr viele ruhige und submissive, also unterwürfige Frauen getroffen in der Fernen Osten, aber wie es immer ist, die Ausnahme zeigt die Regeln. Aber ich muss dir sagen, Fays Mutter ist auch, was man sagen würde, ein wise old bird, eine weise alte Eule. Sie lachten. Irgendwie fühle ich, dass wir mehr verbunden sind, seitdem das Internet besteht. Alles ist so weit verlaufen jetzt, aber es ist einfach, zusammen in Verbindung zu bleiben. Weißt du noch, war das nicht toll, als wir gesprochen haben auf Skype vor einiger Zeit? Und wir beiden hatten die Kamera? Das war so toll, dich da zu sehen bei deiner Tante Barry, oder bei unserer Tante Barry. Ja, du hast recht, sagte Tone. Ich finde, im Moment ist das Bild noch nicht ganz so gut, aber das war eine Gelegenheit, wo ich dich ganz klar sehen konnte. Da warst du noch in Hongkong, oder? Hattest du Faye dort schon getroffen? Weißt du, Technologie ist in so vielen Dingen in unserem Leben jetzt, in jedem Aspekt, fürs Gute und fürs Schlimme. Ich wundere mich, ob diese präsente finanzielle Krise dasselbe wäre, wenn wir das Internet nicht gehabt hätten und nicht diese Technologie. Nein, glaube ich nicht. Alles passiert so schnell jetzt. Gosh, als ich in Hongkong gelebt habe, das war wirklich ein Augenöffner. Dort scheint keine Zeit für alles zu sein. Alles ist schnell und schnell. Jedenfalls habe ich keine Antwort für diese Dinge. Ich glaube nicht, dass irgendeiner eine Antwort dafür hat. Chris ging in die Küche mit seinem Tee in der Hand. Er ließ Faye zu den Frauen in der Küche. Das Gerede über Schwangerschaft wurde ein bisschen viel für ihn. Er sah seine Jungs sitzen und entschloss sich, sich zu den beiden zu setzen. Keiner hat was, fragte er. Aber keiner hat irgendeine Idee, wie diese ganze ökonomische Situation sich ausspielt, sagte Connie. Barry hat andauernd davon geredet, wie schwierig ihr Geschäft jetzt geworden ist. Sie sagt, es ist überhaupt gar kein Vertrauen in den Markt und das Wort Banker hört sich mehr an als wie ein Rhyming Slam als jemals zuvor.
Tony lachte. Seine Cousins in Deutschland liebten den Cockney-Rhyming-Slang. Das gab Worten, die ähnlich sich anhörten, eine andere Bedeutung. Aber jeder wusste, was gemeint wurde. Alles wird von dem Markt entschieden, sagte Chris. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass diese Perioden von Schwung und Abschwung und Abfall und Hochschwung eine Tatsache jeder Wirtschaft sind. Diesmal geht es nur jedes Land an in der Welt. Jedes Land muss damit handeln in seiner eigenen Art und Weise. Obwohl, du hast recht, wir sind alle so viel mehr verbunden, als wir jemals vorher waren. Du, weißt du noch, wie Oma Bliss immer gesagt hat, das Leben war nur ein Ding nach dem anderen? Ja, aber sie hat auch immer gesagt, all will be well. Alles wird gut werden, sagte Ben. Ich frage mich, was sie wohl aus diesem alles machen würde. Sie war auch im Geschäft, wie Barry, und sie ist auch über die ganze Welt gereist. Weil ich glaube, sie würde sagen, dass die Welt bekommt, was es verdient, was sie verdient, sagte Chris. Erinnere, wie sie immer gesagt hat, dass du nicht immer nur nehmen und nehmen kannst von diesem Planeten. Ihr letzter Geburtstag war einer der Hauptthemen der Unterhaltung. Ja, ich weiß. Komisch, das scheint jetzt so lange her. Sie hat immer davon gesprochen, wie diese hohen Häuserpreise, die plötzlich so hoch sind, dass sich keiner mehr leisten kann, und dann der Fall nach runter wieder, war eine immer wiederholender Kreis. Die Reichen wurden immer reicher und die Armen waren immer am Kämpfen. Und ich erinnere mich, dass Roger, ihr Nachbar, gesagt hat, dass dort immer arme Leute auf der Welt sein werden. Bliss stimmte dem überhaupt nicht überein. Wir hatten einen so tollen Abend da. Der ganze Tag war toll. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass das ihr letzter Tag in diesem Leben war. Tony vermisste seine Großmutter. Er liebte es, mit ihr Zeit zu verbringen. Ihr Alter hat ihr eine ganz andere Perspektive gegeben und er erinnerte sich, dass manchmal ist er einfach bei ihr reingekommen, wenn er auf seinem Weg nach Hause war. Ich dachte gerade, sie hatte verschiedene und ganz andere Perspektiven in fast allen Dingen. Du, ich bin sicher, sie hat jetzt noch wieder eine andere Perspektive. Das ist auch noch was, worüber wir gesprochen haben. Was passiert nach dem Tode? Ich frage mich, ob sie vielleicht einen Inkling hatte, dass sie bald sterben würde. Also Dad, mit 95, bist du erlaubt, dass du denkst, dass du irgendwann mal gehen musst, ja oder nicht? Tony lachte. Da hast du recht. Chris stimmte ihm zu. Sie war immer am Pontifizieren über diese Dinge. Schlimmer als deine Mutter. Sie liebte, aber ich liebte, mit ihr zu sprechen, du. Sie hat richtig genossen. Sie hat ihr Leben zum größten Teil genossen. Sie sah es an als ein gutes Leben. Sie sagte immer, ein gutes Leben ist wie ein Stück Kunst, das kreiert wird bei dem Individuellen, der daran arbeitet. Wir hatten noch endlose Diskussionen mit ihr darüber. Mit Susan, die Refuge hatte, die Herberge, hatten wir immer genug Beispiele zur Hand, um zu diskutieren über Beziehungen. Oft denke ich an unsere Unterhaltungen. Ich bin jetzt viel mehr involviert mit der Herberge als je zuvor, seitdem ich auf Rente bin. Chris lachte. Auf Rente. Retired. Ich bin jetzt weniger als Rente, als ich noch arbeite. Komischerweise stimme ich ihr in Gedanken mehr und mehr zu jetzt. Es ist sehr interessant für mich, dort zu helfen, weißt du? Wir haben so viele Unglücklichkeiten, die durch die Tür kommt. Ich sag dir, es gibt kein besseres Gefühl, als das, wenn wir finden, dass unsere Einwohner ihren Akt zusammenbekommen haben. Wir hatten ziemlich viele Erfolge in der letzten Zeit. Rosi und Isabel haben eine tolle Wohnung gefunden und das ist gar nicht so weit weg von der Herberge. Und die werden dort mit ihren ganzen Kindern leben. Sophie ist sogar schon ausgezogen. Tony und Ben wussten, wovon er sprach. Es war schön zu hören, dass Dinge gut gelaufen sind. Tony mochte alles. Das war Rosis älteste Tochter. Und sie hatten ziemlich viele Unterhaltungen über den Küchentisch in der Herberge. Sein Freund Pete hat dort auch gelebt.
in der Herberge, und Tony war oft dort, wenn immer er in London war, von Dorset. Kannst du dich an Pete erinnern, Papa? Komisch, dass du das erwähnen solltest. Pete, ich habe gerade an ihn gedacht heute Morgen. Ich hatte ihn nicht vor Jahren erinnert, aber ich musste an ihn erinnert werden. Chris lächelte. Wir brauchen nicht in die ganze Kevin-Episode jetzt hineinzugehen. Nee, sag mal, wie geht's ihm denn? Sind seine Mutter und Vater okay? Sind sie eine andere Erfolgsgeschichte? Ja, oh natürlich. Der hat doch mich in Deutschland besucht, weißt du? Wir hatten so eine tolle Zeit. Er studiert Architektur. Du weißt, er ist ein bisschen ein Late Starter. Er wird fast 30 sein, bis er fertig ist. Aber er ist im Moment noch in Newcastle, in der Uni dort. Es hörte sich an, als wenn ihm das gut gefällt. Seine Mutter wird wieder heiraten. Angeblich ist das ein richtig toller Mann. Und sie hat auch ihr eigenes Geschäft jetzt. Sie verkauft organisches Gemüse, zum großen Teil auf dem Internet. Die hat wirklich ihr Leben umgedreht, als sie aus der Herberge kam, weißt du das? Das freut mich. Ich gehe nachher auch zur Herberge rüber. Oder morgen früh mit Faye. Sie hat so viel darüber gehört und ich möchte gerne, dass sie jeden trifft. Okay, lass uns das später entschlüsseln. Ich bin ganz happy, hier einfach nur zu sitzen mit dir, Tony. Mein Leben ist so turbulent gewesen über die letzten Monate. Es ist einfach schön, hier einfach mit dir zu sein. Wer hätte das wohl gedacht? So, das war das Ende des Kapitels 47. Und 48 kommt bald. Bye bye. Ich wünsche einen guten Montag. Es ist der 27. Juni 2022.